Tja, Entsetzen überall, auch in der Regierung in Berlin. Nancy Faeser, die Innenministerin, ist an den Ort des Unglücks oder des Anschlags geeilt. Dieser Brand ist wirklich ein furchtbares Ereignis. Ich bin sehr erschüttert, gerade wenn man das noch mal vor Ort sieht. Mir war es auch mit Staatsministerin Alibay Radovan sehr wichtig, hier vor Ort zu sein und erstmal den Menschen zu danken, die hier so schnell und beherzt geholfen haben. Das fängt an beim Einrichtungsleiter dieser Flüchtlingsunterkunft. Das geht weiter über die Feuerwehr, Einsatzkräfte, die Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern, heute Nacht nochmal die Bundespolizei und die vielen, vielen Helferinnen, auch der Passanten, die hier übrigens sehr geholfen haben. Mein Dank gilt wirklich diesen ganzen Einsatzkräften, die hier Herausragendes geleistet haben, insbesondere aber auch der Einrichtungsleiter, der selber aus der Ukraine stammt, der den Menschen hier so beherzt helfen konnte, sodass sie zum Glück von diesem furchtbaren Brand nicht verletzt oder gar getötet wurden. Das ist mir persönlich extrem wichtig, weil es sind Menschen hier untergebracht gewesen, die gerade erst vor wenigen Tagen, wenigen Wochen aus der Ukraine vor dem furchtbaren Angriffskrieg Putins geflohen sind, die an Leib und Leben bedroht waren und jetzt so ein furchtbares Ereignis eines solchen Brandes wieder an Leib und Leben bedroht waren. Da können wir alle sehr froh und dankbar sein, dass den Menschen hier nichts passiert ist. Aber wenn es sich bewahrheiten sollte, dass es ein Brandanschlag war, dann will ich auch in aller Klarheit sagen, dass der Rechtsstaat mit den allen zur Verfügung stehenden Mitteln auch hart durchgreifen wird. Das ist wichtig, dass so etwas nicht geduldet wird von keinem von uns, von keiner Ebene, sei es von der kommunalen Ebene, von der Landesebene oder gar von der Bundesebene. Deswegen ist es mir als Mitglied der Bundesregierung auch sehr wichtig, dass wir heute hier als Bundesregierung den Einsatzkräften danken, den Leiter und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Flüchtlingsunterkunft und dass wir aber auch sagen, der Staat steht hier zusammen und duldet keine solchen furchtbaren Brandanschläge. Mir ist sehr wichtig, das nochmal zu betonen, dass hier in der Nacht auch die Passanten geholfen haben. Das ist ein sehr gutes Zeichen und das zeigt auch, was der Innenminister gesagt hat, dass diese Flüchtlingsunterkunft vorher schon sehr anerkannt war und heute Nacht die Menschen auch beherzt zugegriffen haben, geholfen haben, heute Sachen vorbeigebracht haben für die Menschen, die hier schwer traumatisiert sind. Und es berührt mich sehr als Mutter, wenn ich höre, dass heute Nacht hier auch Kinder untergebracht waren und an Leben bedroht waren. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, heute hier vor Ort zu sein und vor allen Dingen den Einsatzkräften nochmal meinen herzlichen Dank auszusprechen. Die hohe Wertschätzung für das, was hier geleistet wird. Und ich will die Feuerwehr nochmal hervorheben, die das im Ehrenamt leisten. Und das macht ja auch was mit den Menschen, wenn sie einen solch furchtbaren Brandereignis hier mitbekommen. Und deswegen dafür nochmal herzlichen Dank, dass das neben der Arbeit, neben der Familie im Ehrenamt geleistet wird. Und ich hoffe, dass die Einsatzkräfte auch die notwendige Unterstützung für sich in Anspruch nehmen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.